Hallo alle zusammen, heute geht's wieder weiter mit dem günstigen, schnellen Rezept. Die Mengen und Zutaten stehen ja unter dem Video in der Infobox. Das ist jetzt auch ein One-Pot-Gericht, also alles kommt in einen Topf. Ich habe hier schon mal etwas Öl, Zwiebel und Knoblauch drin. Das lasse ich jetzt gerade heiß werden und wenn es heiß ist, kommen auch schon die Champignons mit dazu. So, gesagt, getan. Champignons sind geschnitten und natürlich nicht gewaschen, damit sie sich nicht vollsaugen wie ein Schwamm und man sie nicht mehr anbraten kann. So, und heute passiert mir der Fehler auf jeden Fall nicht nochmal, dass ich vergesse, Tomatenmark jetzt reinzugeben. Das habe ich mir ganz, ganz nah hier nebendran gelegt, dass ich diesmal mit anschwitze. Dazu geben wir noch eine Prise Zucker zum Ausgleich. Dann löschen wir das Ganze ab mit Gemüsebrühe und etwas Sahne. Jetzt mache ich erstmal die Temperatur ein bisschen runter. Und jetzt kommt Salz dazu. Pfeffer, etwas Paprikapulver edelsüß, Petersilie, dann kommen die Nudeln mit dazu und dann kommt der Deckel drauf. Ich gucke jetzt einfach noch, dass die hier gleich mit verschwinden und dann kommt der Deckel drauf und dann kochen wir das so lang, bis die Nudeln gleich gar sind. Ja, und so sieht jetzt unsere Pilzpasta aus. Jetzt muss ich mal irgendwie gucken, wie ich das hier gewuppt kriege. Dass ich hier nicht alles voll klecker. Oder ich nehme die Schüssel gleich doch rüber. Wir probieren es mal. Ich habe hier eine Serviette liegen. Super. Schmeckt super lecker. Natürlich habe ich jetzt hier nur ein bisschen Käse drüber gemacht. Das liegt nur daran, weil ich ja fürs Foto auch will, dass man erkennt, was drunter ist. Ich habe einfach ein bisschen Parmesan noch dazu gegeben. Ihr könnt natürlich auch Mozzarella nehmen oder was auch immer. Ein bisschen Petersilie noch drüber gestreut. Einfach so fürs Auge. Und ja, schmeckt wirklich super lecker, ist super einfach, super schnell, günstig. Und von daher, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.